Jo, so sehe ich das. Hier könnte man dann das Auto abstellen und eine Rätselfrage lösen, um die Startkoordinaten zu finden. Und dann kann es losgehen, ne? Hier ist gleich der Oslepshauser Bahnhof. Wer mit dem Zug anreist, hat's bequem hin und zurück. Und die anderen kommen mit dem Auto. Und geradeaus durch ein Stückchen links hinter dem Häuserblock ist ein Aldi-Markt. Und an der Straße rechts rum unter dem Tunnel durch ist, glaube ich, ein Rewe-Markt. Also verhungern und verdursten muss hier keiner. Und jetzt will ich mal so den Weg langlaufen, wo ich denn die Dosen verstecke. Gruppe da vorne im Bild, die ich eben gezeigt habe, da habe ich gedacht, das wären Geocacher. Aber nein, es sind keine Geocacher, es sind Pokémon-Jäger. Ja, bei diesen Figuren hier bin ich der Meinung, könnte man ja, ich sag mal, eine Dose verstecken. Und jetzt laufe ich mal so 200 Schritte, um so einen nächsten Punkt zu finden, wo eine hin kann. Ich gebe zu, mein Navi ist ja noch bei Simon und jetzt kann ich immer noch nichts vermessen hier. Aber irgendwie habe ich gedacht, heute ist ein Tag, im Moment ist trocken, heute Morgen war viel besser. Da war ja noch Sonnenschein. Jetzt ist es schon ein bisschen wieder frisch Richtung 10 Grad. Aber ich muss auch mal vor die Tür ein bisschen Luft wieder kriegen. So, dann wollen wir mal gucken, was als nächstes dran kommt. Jo, ich bin wieder an der alten Stelle, wo ich letztens auch war. Dicht bei dem Cache. Und habe hier mal eine Ecke im Grünstreifen abgelaufen. Um für mich rauszufinden, macht man mal hier was. Die Chancen sind nicht schlecht. Es gibt ja hier viele von diesen Figuren. Da könnte man ja denn so richtig Fragen stellen zu jedem Art Wegpunkt oder so. Mit ein bisschen Fantasie kriegt man das denn auch für Reihe. Und ich denke mal, von hier bis zum Oslepshauser Bahnhof sind es noch 1,5 Kilometer oder so. Oder einen knappen Kilometer. Und da kann man dann ja, irgendwie den Startpunkt machen, weil da gibt es Parkplätze ohne Ende. Und dann irgendwie parallel hierzu läuft auch nochmal ein Grünstreifen. Da könnte man dann zurück bis vorne, wo ich sagte, hier zum Anfang, da könnte man den auch noch was machen. Mal sehen, wie viele Dosen dahin passen. Und hier ist nochmal der Bauernbrunnen. Den hatte ich auch mal ein paar Jahre in Verwaltung. Den hatte ich auch von einem Geocacher mal übernommen. Und habe ihn dann irgendwann vor ein paar Jahren an Xensu weitergegeben. Und das Final war ja von hier ungefähr so 150, 60 Meter weg. Und die Lösung musste man sich hier erarbeiten. Aber beim Final war, wie heißt die Firma noch, Stadtgrün Bremen böse am Wirken und haben natürlich alles weggehauen, was da, ich sag mal, so an Unterholz war. Und im Unterholz war natürlich das Final und das war dann auch mit weg. Ja, aber jetzt so bei dieser Runde muss ich zugeben, hätte ich Bock drauf, vielleicht hier noch mal auf diesen 1, 2 Kilometern im Ring oder so noch mal eine kleine Geocache-Runde zu machen. Und das Final wäre dann da oben im Baum. Da kommt denn noch so ein Ding da zusätzlich hin für Klettertouristen. Oder Geocacher, die gerne klettern. Nein, das war jetzt Blödsinn. Jetzt will ich mal sehen,
wenn ich rübergehe zum Oslepshauser Bahnhof, da nochmal eben sondieren und dann von da aus parallel einen anderen Grünstreifen, dass man da eine kleine Runde von machen kann. Ja, ich sag mal tschüss wieder, bis zum nächsten Video.